Hey Sascha für netbooknews.de, wir sind am Computex Freitag angelangt und sind bei ASUS auf dem Stand und schauen uns jetzt zum ersten Mal das Tai Chi so ein bisschen näher an. Wir haben ja schon am Montag Johnny Shi gesehen, der es vorgestellt hat auf der ASUS Pressekonferenz. Was ihr hier seht, 11.6-inch Display auf der Rückseite mit Full HD Auflösung, also 1080p, aber auch nochmal von der Innenseite. Da habt ihr auch nochmal 11.6-inch und ebenfalls mit einer 1080p Auflösung. Mindestens 4 GB RAM. Mindestens eine 188 GB SSD ist eingebaut, Intel Ivy Bridge Plattform. Ansonsten sieht es ähnlich aus wie die ZenBooks, das Prime. Lassen wir einfach ums Gerät herum gehen. Wir haben hier einen Anschluss für euer Headset, einen USB 3.0 Anschluss, dann DisplayPort, dann haben wir eine Lautstärkeregelung hier. Und auf der anderen Seite haben wir einen weiteren, erstmal einen Anschluss für euer Netzteil, einen weiteren USB 3.0, Mini HDMI. Das ist die, und das ist der Ein- und Ausschalter. Ansonsten riesengroßes, schönes Chiclet-Keyboard, großes Trackpad mit integrierten Maustasten, schönes gebürstetes Aluminium, ist also wirklich top verarbeitet. Und was klasse ist, can we show it with a running video? Während ihr auf der einen Seite arbeitet, können eure Freunde sich auf der anderen Seite noch einen Film anschauen. Nach wie vor, ASUS zeigt wieder einmal, dass sie echt wirklich bereit sind, ordentlich kreative Sachen auf den Markt zu bringen. Ob es so auf den Markt kommen wird, wage ich mal einfach zu bezweifeln. Oder ob es überhaupt so Sinn macht, aber dennoch ist auf alle Fälle eine schöne Tech-Demo. Das ist das ASUS Tai Chi. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.